Hi, da Kerstin, genau, ich bin die Schulleitung an der Fachakademie. Also ich bin ursprünglich Erzieherin, habe die Fachakademie-Ausbildung sogar direkt da genossen, wo ich jetzt auch Schulleitung bin. Und habe dann soziale Arbeit berufsbegleitend studiert, war lang im Praxisfeld als Einrichtungsleitung auch tätig. Genau, und war jetzt eine Zeit lang als Lehrkraft an der Fachakademie und jetzt seit dem Schuljahr habe ich die Schulleitung übernommen. Und war auch in der Entwicklung vom Studiengang mit beteiligt. Also wie die Module entstanden sind, die allerersten, da war ich mit dabei, wie hier so die Kooperation losgegangen ist. Da haben wir inhaltlich ganz viele Stunden gearbeitet, was aus der Erzieherausbildung kommt und was dann hier am Campus noch zusätzlich unterrichtet wird. Genau, also die Diakonie als Träger von der Fachakademie für Sozialpädagogik ist Kooperation und die Fachakademie an sich ist Kooperationspartner von der Hochschule eben für den dualen Studiengang Pädagogik der Kindheit, sodass gewährleistet ist, dass wir Unterrichtszeiten freischaufeln, damit die Module an der Hochschule besucht werden können. Ich finde, es ist das Beste aus beiden Welten. Also die Ausbildung, gerade an der Fachakademie, ist total praxisorientiert, was ich sage jetzt mal bei einem regulären Studiengang ein bisschen fehlt oder ein bisschen weniger ist. Und gleichzeitig bietet der Studiengang dann die fachliche Fundierung noch zusätzlich und gerade dieser wissenschaftliche Aspekt, das jetzt die Ausbildung an der Fachakademie nicht bieten kann. Und von daher denke ich, dass die Absolventinnen und Absolventen richtig gut vorbereitet sind dann später. Egal, ob sie jetzt weiterhin im Gruppendienst tätig sind oder auch in Richtung Leitung gehen. Ich erlebe das ja jetzt gerade, wenn ich zu Praxisbesuchen rausfahre, dass in Einrichtungen, wo schon Absolventinnen sind, noch einmal ein anderer Blickwinkel vorherrscht. Da kommt noch mal mehr fachliche Fundierung dazu. Da kommt vielleicht auch noch mal eine andere Argumentationsweise dazu, die den Teams hilft, ihr Konzept weiterzuentwickeln, aber auch Rahmenbedingungen möglichst gut zu gestalten. Also ein absoluter Gewinn. Ein bisschen Multiprofessionalität kommt so ins Team. Wir sind super gut im Austausch miteinander. Die Hochschule hat feste Vorlesungszeiten und zu diesen Vorlesungstagen haben unsere Studierenden keinen Unterricht an der Fachakademie, sodass ganz klar ist, zum Beispiel in den ersten zwei Semestern mittwochs ist unser Hochschultag, die anderen Tage sind wir an der Fachakademie, drittes, viertes wechselt es dann und auch mit den Prüfungszeiten und so weiter sind wir immer gut im Austausch, dass das möglichst gut machbar ist, auch wenn es eine schon ordentliche Belastung ist. Respekt vor allen denen, die es machen. Aber wie gesagt, das ist eine Bereicherung und ich denke, es bringt für beide Seiten was, für die Praxis, aber auch für diejenigen, die sich dem stellen. Ich denke, die Absolventinnen und Absolventen bringen noch mal mehr Fachwissen mit und dadurch ein anderes Standing wie jetzt jemand von der Erzieherausbildung und können dadurch vielleicht auch schon schneller in Verantwortungspositionen wechseln, wobei es kann genauso gut sein, dass unsere Absolventinnen, die jetzt nur die Erzieherausbildung gemacht haben, genauso gut starten können. Aber ich denke, dieser wissenschaftliche Anteil hilft einfach mit Eltern, mit Trägern nochmal anders zu argumentieren, weil man über Erkenntnisse, über Studien nochmal Aspekte einbringen kann, wo man sagt, wir brauchen das aber in dem Bereich oder wir handeln aus pädagogischer Sicht genauso, weil. Also ich denke, so diese Argumentation ist dann nochmal eine andere. Und das hilft natürlich im Standing, gerade als Berufsanfängerin enorm oder als Berufsanfänger.